auch am Landesmusikgymnasium und mache dort gerade mein Abi und ich habe einen kleinen Text geschrieben. Wenn ich an Europa denke, sehe ich nicht zuerst das Wirtschaftspotenzial, Boom, Stagnation, Rezession, eine Stahlunion. Ich sehe Europa eher emotional als Gesellschaftsvision, sozial, liberal und multinational als Ursprung meiner Generation. Wir sind die Generation ohne Grenzen, brauchten nie ein Visa, verwöhnt mit Parlamenten, nie Zukunftsverlierer. Dank Erasmus, überall Studenten, das war so vorher noch nie da. Uns steht alles offen, also lasst uns hoffen, dass nicht alles leere Garantie war. Ich will die Welt behalten, die ich kenne und von der ich dachte, sie bleibt, bevor das Schiff begann zu schwanken und jetzt vom Kurs abtreibt, ein Europa ohne Krieg. Denn so sollte es sein, ganz selbstverständlich in Frieden, ohne Hass gegen eine Minderheit. Ich wünsche mir ein Europa ohne rechte Populisten, ohne demokratische Krise, mit Muslimen und Christen und humaner Perspektive. Lasst uns die Jugend sein, die sich wieder engagiert. Europa ist mehr als du und ich. Europa sind wir. Auch Europa ist keine Familienidylle und nicht das Paradies auf Erden. Und ich verlange auch keine rosarote Brille, aber wir können mitbestimmen. Das ist unsere Stärke. Lasst uns nicht erst warten, bis die Lage eskaliert. Europa ist mehr als du und ich. Europa sind wir. Vielleicht bin ich blauäugig, gutgläubig, jung und naiv, hab nur Wünsche ohne Plan zum Ziel, aber ich hab das Gefühl, manches läuft gerade schief und irgendwie stecken wir in einem solidarischen Tief. Menschen ertrinken, Flüchtende sterben, unsere Festung klappt die Zugbrücke hoch, aber ich will ein Europa vererben, ohne die Geister der Toten. Lasst uns ein Europa sein, das Immigranten adoptiert. Europa ist mehr als du und ich, Europa sind wir. Statt immer gleich die Alternative zu suchen und die Scheidung anzuregen, sollten wir wieder versuchen, Kompromisse zu erwägen. Nehmen wir den Brexit. Fazit: war uns zu teuer und lief halt nicht so, aber hey, Europa ist kein Probeabo. Und was haben die Briten von ihrem Referendumssieg? Eine Spaltung im Land und einen Rosenkrieg? Lasst uns ein Europa sein, das dialogisiert. Europa ist mehr als du und ich. Europa sind wir. Und ist Gemeinschaft nicht ein Synonym für Kompromiss, eine Fähigkeit, an der man Stärke bemisst? Ich denke da an diesen Gesellschaftsriss und wünsche mir, dass Europa das nicht vergisst. Lasst uns gemeinsam der Puls sein, der in Europa vibriert. Europa ist mehr als du und ich. Europa, das sind wir. Dankeschön. So, das war jetzt genug von der Bühne.